So, hallo und herzlich willkommen. Es geht um Sur le Pont d'Avignon aus Frankreich, ein Volkslied. Und hier haben wir drei Kreuze. Also wir haben Fis, Cis und Gis. Mir als Gitarristen sagt es durch unsere Technik, die wir vorhin gelernt haben, drei Kreuze, eins, zwei, drei. A-Seite, also wir sind in A-Dur. Und ihr achtet bitte wieder auf das Legato-Spiel, also nicht abgehackt spielen. Ja, so, sondern schön an die heißen Saiten denken. Nur ganz kurz berühren. So, und an dieser Stelle, das ist Takt 4, kommt unser Gis auf uns zu. Also, das Gis steht am Anfang wieder auf einer ganz anderen G-Linie, nämlich auf dem hohen G. Das wäre eigentlich das G, kennt ihr auch schon. Gis. Und, aber wie bereits erwähnt, diese Kreuze gelten über alle Tonhöhen, egal wie tief, egal wie hoch. Wenn einmal vorne das G zum Gis wird, gilt es während dem ganzen Stück. Es sei denn, es steht irgendwo ein Auflösungszeichen. Das kommt auch noch irgendwann. Ja, aber ansonsten bleibt es komplett konsequent durch. Und das Gis erreichen wir eben. Wir haben die leere G-Seite, die wir normalerweise spielen, bei so einem Ton. Und ein Bund höher wäre dann auf der dritten Saite einfach der erste Finger. Ja, spielt das ganz langsam. Wir spielen nochmal zusammen den Anfang. Eins und zwei und. Klingen lassen. Jetzt kommt das Gis. Als nächstes habe ich eine kleine dynamische Unterscheidung eingebaut. Jetzt kommt. Dann kommt das gleiche nochmal. Und da dachte ich mir, wir können das leise spielen als Echo. Und Dynamik. Wir unterscheiden ganz einfach zwischen Forte, also das F bedeutet laut spielen. Forte kommt aus dem Italienischen. Und Piano. Hört man ganz oft auch. Ein einfaches P steht für leise. Und so erzielen wir bei gleichen Stellen einfach einen Effekt, der viel spannender ist, kann man als Art Echo bezeichnen. Also laut und ganz deutlich leise. Und dann wieder normal weiterspielen. So, ihr könnt natürlich die Dynamik ganz individuell variieren. Also ihr könnt jetzt anfangen, vielleicht am Anfang ein Forte oder ein Piano, wie euch die Ideen sprießen, einfach das zulassen. Empfehlen würde ich euch es nur, was ich gerne bei Schülern eben mache, lasst euch eine Dynamik einfallen und dann kommt der Schüler und hat bei jedem Ton eine andere Dynamik, den ersten Ton laut, den zweiten Ton leise. Das ist ein bisschen zu klein-klein, also versucht größere Abschnitte festzulegen. Der erste Abschnitt über vielleicht zwei oder drei oder vier Takte laut, dann leise, also nicht zu klein, sonst fällt die Musik ein bisschen auseinander. Also, aber seid kreativ und habt Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.